Das Opernhaus verfügt aktuell über 12 Kirchenglocken. Es sollen zusätzliche Glocken angeschaffen werden, die unsere Tonreihe, die wir haben, nach oben hin fortsetzen. Der Grund ist ein ganz einfacher. Jede Glocke hat einen bestimmten Ton und für eine Reihe von Werken, die wir regelmäßig spielen, insbesondere Tosca, aber auch Janacek-Opern, das Totenhaus, das Schlaue Füchslein und weitere Opern, brauchen Töne, die wir noch nicht in unserem Sortiment haben. Und wir würden gerne diese Stücke natürlich original spielen. Bisher müssen wir uns mit Behelfen in irgendeiner Form arrangieren. Als ich vor über 30 Jahren das erste Mal hier am Opernhaus Parsifal gespielt habe, hatten wir keine Kirchenglocken, wir hatten nur sehr schlechtes Glockenmaterial und um diese tiefen Töne überhaupt zu produzieren, verwendete man damals Plattenglocken. Das sind Metallplatten aus Bronze, die mit einem mehr oder weniger passenden Schlegel angeschlagen werden. Das akustische Ergebnis war damals alles andere als befriedigend. Niemand war glücklich, Dirigent war unglücklich, Musiker war unglücklich, Publikum war unglücklich. Das hat uns überhaupt den Anlass gegeben, über eine Lösung unserer Glockenfrage nachzudenken. Und wir sind sehr glücklich, dass wir in den letzten 20, 25 Jahren uns auf diese Art und Weise in den Originalklang hinein vorarbeiten konnten. Wir sind in der Schweiz das einzige Opernhaus, wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum das einzige Opernhaus, das über einen eigenen Glockensatz verfügt. Unser Glockensatz stammt von der Glockengießerei Rührtschi aus Aarau. Die Glocken sind jetzt, ich glaube, die älteste Glocke, die wir haben, ist jetzt schon bald 20 Jahre alt. Wir haben diesen Satz über die Jahre hinweg nach und nach vervollständigen können. Anders als andere Instrumente verjähren Glocken nicht. Sie spielen sich nicht ab. Man muss sie natürlich pfleglich behandeln, man muss sie mit den speziellen Schlägeln spielen. Aber wenn man sie richtig behandelt, dann werden sie uns alle um Jahrhunderte überleben. Unsere Glocken werden in der Glockengießerei Rührtschi in Aarau gegossen und die Spender sind sehr herzlich willkommen, am Guss selbst anwesend zu sein. Es ist ein sehr aufregender Moment, wenn man die Glockenspeise, wenn das geschmolzene Erz über Kanäle dann in diese Glockenform hineinfließt. Etwas ganz Besonderes ist noch anzumerken, dass in der Regel eine Glocke eine Widmung trägt. Sie trägt eine Widmung oder einen Segensspruch. Die Kirchenglocken sind alle auch Heiligen gewidmet und diese Widmung befindet sich am unteren Rand der Glocke. Es gibt natürlich Glocken, die noch viel üppiger geschmückt sind. Wir haben hier das schlichte Zürich, Kanton Zürich Wappen und den Namen Opernhaus Zürich und das Gussjahr. Aber eine Widmung könnte hier am unteren Rand angebracht werden. Die Widmung wird mit der Glocke gegossen, wird also nicht eingefräst oder aufgeklebt, sondern die Widmung ist mit der Glocke eins und lässt sich nicht von der Glocke trennen. Der Widmer, der also durch seine Spende hier auf der Glocke genannt wird, wird so lange für die Zukunft, für die Ewigkeit uns präsent bleiben, als die Glocke bestehen wird. Und das werden viele, viele Jahrhunderte nach uns noch der Fall sein.